Psst, heute nehme ich euch mit auf ein Date. Ich gehe fremd. Meine Auserwählte kommt aus Italien. Sie trägt ein wunderschönes rotes Blechkleid, was ihre Kurven einhüllt. Und sie heißt Giulia. Es ist die Alfa Romeo Giulia. Die steht mit mir heute gemeinsam vor der Kamera, denn wir beide gehen heute auf ein gemeinsames Date, wollen schauen, ob es zwischen uns funkt, ob eine Beziehung vielleicht sogar funktioniert oder auch nicht. Dabei nehme ich euch mit heute auf dieses wunderschöne Liebesdate zwischen Giulia und mir, dem Ubi. Wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt jetzt dran, schenkt dem Kanal gerne ein Abo und ein Like für das ganze Video und schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentarbox zur Alfa Romeo Giulia. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Erster Punkt beim Date ist natürlich die Optik. Also werfen wir auch einen Blick auf unsere Italienerin. In ihrem roten, knappen Blechkleid steht sie da, die Rundungen perfekt eingepackt und auf schönen 19 Zoll High Heels besohlt. Das gefällt durchaus. Das letzte Make-up hat sie 2023 erhalten. Da gab es dann an der Front und am Heck frische LED-Leuchten, in dem Fall sogar adaptives LED-Licht. Davor waren es noch Xenon-Brenner, die die Augen befeuerten. Ansonsten ist sich die Italienerin mit dem Facelift Ende 2023 ja, unverändert gut, elegant und dynamisch gleich geblieben. Sie ist unverändert 4,65 Meter lang, knapp 1,50 Meter hoch und über 1,85 Meter breit, ohne die ausgeklappten Außenspiegel. Und wir haben hier die höchste Ausstattungslinie. Das heißt, Giulia trägt hier das sportlich und eleganteste Kleid, nämlich den Tributo an bestimmten speziellen Stickungen, hier zum Beispiel an den Kopfstützen der Vordersitze. Die Platzverhältnisse sind ausreichend. Man darf sagen, durchaus hinten geht es etwas eng bei Giulia zu. Der Kofferraum fasst nur 480 Liter, lässt sich dennoch erweitern durch eine 40-20-40 umgelegbare Rücksitzbank. Auf der Rücksitzbank selber ist der Zustieg auch beengter, sitzt sich dennoch hinten recht gut. Man fühlt sich allerdings dann doch so ein bisschen wie in einer kleinen Höhle geborgen, aufgrund der Blechflächen des schwarzen Dachhimmels zusätzlich. Besser geht es natürlich den vorderen Passagieren hier in der Giulia. Die dürfen auf engen, gut ausgeformten, straffen, lederbespannten Sportsitzen Platz nehmen, die in unserer Version sogar elektrisch verstellbar sind. Der Fahrer hat sogar eine elektrisch verstellbare Wangenanpassung. Zudem gibt es auch ausziehbare Schenkelauflagen. Auf langen Strecken sind die Sitze äußerst bequem. Wer allerdings breiter ist als meine Wenigkeit, der sollte einmal Probe sitzen, denn es zwickt dann vielleicht doch ein bisschen im Kreuz. Oder aber, wenn die Hüften doch etwas breiter sind, dann sitzt man vielleicht doch auch zu sehr auf den Wangen. Schauen wir uns den Innenraum hier noch einmal im Detail an. Da sehen wir auch das gut bewährte, ja durchaus etwas ältere Stilart, die hier gepflegt wird. Wir haben nämlich alles
unter einen sich in die Breite ziehenden Armaturenträger integriert. Bedeutet das Kombi-Instrument, das voll digital jetzt ist mit einem 12,3 Zoll großen Display. Dann haben wir aber ein verhältnismäßig kleines Infotainment-Display, das auch nicht unbedingt fein aufgelöst ist. Die Navigation via TomTom und dem relativ einfachen Grafikdarstellung passt einfach auch nicht mehr so richtig in die aktuelle Zeit. Dafür sehr schön. Und wenn auch aus der Zeit vielleicht für den einen oder anderen gefallen, sind die Drehregler der 2-Zonen-Klimaautomatik, die sehr gut zu erreichen sind. Darunter gibt es dann auch nochmal ein Ablagefach sowie die Stromversorgung mit USB-A und 12 Volt. Ja, USB-C gibt es bei der Giulia unter der Mittelarmlehne. Da ist dann auch die induktive Ladeschale für das Smartphone untergebracht. Bei der Vernetzung, da ist Giulia allerdings in der aktuellen Zeit angekommen. Smartphones hat sie natürlich stets dabei. In dem Fall können die kabellos hier mit dem Infotainment gekoppelt werden. Android Auto oder Apple CarPlay können hier genutzt werden. Der Fahrer greift aber lieber zum 3-Speichen-Lederlenkrad, um sie dann fest in der Hand zu halten. Und da ist nicht nur eine schöne Lederummantelung, sondern es gibt auch noch 2 wunderschöne, große, feststehende Schaltwippen. Links wird runtergeschaltet, rechts wird hochgeschaltet. Damit kann dann der Fahrer in das 8-Stufen-Wandler-Automatikgetriebe manuell eingreifen, wenn er das denn möchte. Gestartet wird links vom Lenkrad und am Lenkrad wohlgemerkt mit einer Start-Stopp-Taste. Wenn die gedrückt wird, dann startet unter der Motorhaube in unserem Fall ein 4-Zylinder-Turbo-Benziner, der 206 kW Leistung entwickelt. Das sind 280 PS. Das maximale Drehmoment liegt bei 400 Newtonmeter und bereits ab 2250 Umdrehungen. Das heißt also, kraftvoll soll es nach vorne gehen. Und wenn man der Italienerin einen Klaps gibt, dann sprintet sie von 0 auf 100 in 5,2 Sekunden. Tempo 240 kann auf der Autobahn erreicht werden, wenn es zur Mama nach Hause gehen soll, mal etwas schneller, wenn die Spaghetti auf dem Tisch stehen. Grundsätzlich kann man mit der Italienerin auch viel Spaß auf der Landstraße haben. Das Fahrwerk ist durchaus knackig, bietet aber trotz der 19 Zoll Räder einen wirklich guten, angenehmen Federungskomfort im Alltag, selbst auf schlechten Straßen. Querfugen werden zwar notiert, aber nicht unbedingt an die Insassen weitergereicht. All das funktioniert sehr gut. Auch die Lenkung, mit der hat man dann Giulia wunderbar im Griff. Man kann ihr perfekt sagen, in welche Richtung es denn heute gehen soll. Und hier darf man sogar noch als Mann der Dame etwas sagen. Da ordnet man sich dann doch nicht unter. Das macht der Italiener ja schließlich bei der Mama. Dennoch muss man sagen, auch auf der Autobahn liegt die Giulia unheimlich gut. Der Vierzylinder hat richtig Power, dreht wunderbar aus. Erst einmal muss allerdings ein bisschen warm werden, dann werden auch so ein paar Ruckler in der Konstantfahrt abgelegt. Das Getriebe braucht auch ein bisschen Temperatur, damit das Öl richtig die Gänge so, flutschen kann. Dann wechselt das 8-Gang ZF Wandler Automatikgetriebe die Schaltstufen durchaus gut. Allerdings muss man sagen, interessanterweise die Abstimmung, vor allem die Feinabstimmung, ist vielleicht in einem BMW deutlich angenehmer noch gestaltet. Hier und da schaltet das Getriebe hier in der Giulia immer mal wieder einen Gang rauf oder runter. Das wirkt dann vielleicht hier und da etwas hektisch. Der Motor dennoch ist aber ein sehr elastischer Antrieb und sorgt auch dafür, dass man jederzeit genügend Kraft hat oder aber entspannt dahin bummeln kann. Niedrige Umdrehzahlen werden ohne Murren akzeptiert. Auch im niedrigen Drehzahlkeller wird dann durchaus gut Gas angenommen und das Fahrzeug beschleunigt stetig nach vorne. Auf längeren Strecken kann man sich natürlich dem Ganzen entlasten, wenn Giulia selbst sozusagen das Zepter etwas in die Hand nimmt und dich an der Hand führt. Denn es gibt natürlich eine aktive Spurhaltung, eine aktive Abstandsregelung. Die Systeme arbeiten einwandfrei, auch toter Winkel wird einwandfrei von Giulia überwacht. Natürlich gibt es auch eine Rückfahrkamera oder Einparkassistenz. Allerdings muss man sagen, sowas wie Querverkehrswarnung oder ähnliches, das
fehlt der Julia noch, also der letzte Schritt hier in die modernste Welt der Assistenz, das ist noch nicht gelungen. Mir gelingt jetzt die Fahrt zum Fazit und da sage ich euch, wie unsere Beziehung jetzt nun weitergeht. Ja, es war eine nur sehr kurze Beziehung zwischen Julia und mir. Erst ein Date, dann eine heiße, aufregende Beziehung. Und nun möchte die Dame doch die Trennung. Nicht, weil meine Gefühle nicht reichen würden. Nein, Julia möchte sich aufschwingen zu weiteren neuen Ufern. Schade, ich muss sie ziehen lassen. Dennoch, die Beziehung war intensiv, schön. Und auch geprägt von dieser schönen Silhouette, von ihrer Sportlichkeit und aber auch der Unkompliziertheit im Alltag. Günstig, muss ich zugeben, ist der Spaß aber nicht, wenn man mit Julia unterwegs sein möchte. Zum einen drehen sich ständig die Männer die Köpfe um, Frauen aber auch. Zum anderen kostet die Dame, so wie sie hier steht, 67.500 Euro. Und die Unterhaltskosten, naja gut, die Kreditkarte muss man bei der Italienerin auch öfter zücken, kam an der Tankstelle. 8,3 Liter ist der Durchschnittsverbrauch gewesen mit ihr. Gut, wer das Ganze günstiger haben möchte, der kann ein Traktorherz ordern. Dann gibt es die Dame auch mit Dieselantrieb. Oder aber, wer es noch sportlicher, exzessiver möchte, der kann natürlich die Quadrifoglio Sportvariante mit Ferrari-Antrieb bekommen. Der eskaliert natürlich dann aber eher in die Richtung 100.000 Euro. Mir persönlich hat aber die Zeit mit der Julia unheimlich viel Spaß gemacht. Das war sehr, sehr schön. Mir gefällt das Auto und wie gesagt, die Alfa Romeo Giulia macht im Grunde nichts verkehrt, sondern vieles richtig. Deswegen auch umso schade, dass man sie so selten im Straßenbild zu Gesicht bekommt. Aber die meisten wollen halt doch eher vielleicht gute alte Hausmannskost. In dem Fall BMW 3er, Audi A4 oder Mercedes C-Klasse. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr von der Italienerin haltet, von dem Video oder auch sonst, was ihr gerne loswerden wollt. Lasst uns gerne diskutieren. Abonniert diesen Kanal, falls nicht schon geschehen. Und vor allem lasst mir gerne ein Like da. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und Servus, euer Ubi und ich suche mir jetzt ein neues Date.